Bildungs- und Qualifizierungsangebot Modul Handmixer. Arbeitssicherheit. Arbeitssicherheit bedeutet, sich um andere nicht zu verletzen. Wir überprüfen das Gerät auf sichtbare Schäden. Das Gehäuse darf nicht kaputt sein. Aus dem Kabel dürfen keine Drähte rausgucken. Nach Gebrauch und vor der Reinigung muss der Netzstecker gezogen werden. Das Netzkabel darf nicht in unmittelbarer Nähe von scharfen Kanten, heißen Flächen oder im Wasser liegen. Das Gerät darf auch nicht beim Reinigen ins Wasser getaucht werden. Das sind die Rührstäbe. Das sind die Knethaken. Das ist die Auswurftaste. Das ist der Schaltknopf, um die Geschwindigkeit zu regulieren. Das sind die Einsatzöffnungen für die Rühr- oder Knethaken. Das ist die geriffelte. Und das ist die glatte Seite. Die gibt es auch an den Knet- und Rührhaken. Die geriffelte und die glatte Seite. Wir benutzen die Knethaken für feste Teige, zum Beispiel für Brot- oder Pizzateige. Die Rührbesen werden für weiche Massen benutzt, zum Beispiel Eischnee oder Schlagsahne. Knethaken und Rührbesen müssen vor Gebrauch sauber sein. Es darf immer nur Knethaken oder Rührbesen verwendet werden. Knethaken und Rührbesen dürfen nur gewechselt werden, wenn das Gerät aus ist. Das Netzkabel muss vollständig abgewickelt sein. Der Netzstecker wird in die Steckdose gesteckt. Der Rührbesen oder der Knethaken wird senkrecht in die Masse eingetaucht. Das Gerät wird mit dem Daumen eingeschalten. Die Geschwindigkeit wird mit dem Daumen Stufe für Stufe eingestellt. Die Turbo-Taste wird mit dem Daumen gedrückt und festgehalten. Beim Beenden des Mixvorgangs den Regler mit dem Daumen nach links drücken. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Und mit dem Daumen die Auswurftaste drücken.